Ja, hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur Sam Spicy Experience und diesmal mach mal wieder ein schnelles Video. Hat die ganze Zeit nicht so viel gegeben, so weil ich andere Sachen momentan am Machen war. Zum Beispiel in Junau ein bisschen was und ich habe probiert ein paar neue Spiele zu organisieren, so dauert aber alles noch ein bisschen was so. Und ja, das zum Thema, warum in der letzten Zeit nicht mehr so viel kam. Aber wir haben für was Neues gesorgt und diesbezüglich habe ich dieses hier organisiert bekommen vom Kollegen, der gerade aus Thailand wiedergekommen ist. Der hat mir das hier mitgebracht. Das ist Big Sheet. Wer nicht weiß, was es ist, und ich wusste es ja natürlich auch nicht, es ist ein getrocknetes großes Algenblättchen mit diversen Gewürzen drauf, im Prinzip. Scampi-Gewürze. In unserem Fall jetzt natürlich haben wir die wundervollen Peperonis da an der Seite. Und ich nehme mal an, dass es dann ein bisschen pikanter ist. Und ja, wir probieren es einfach mal aus. Und dazu gibt es zwei Bierchen im Hintergrund. Dazu muss ich auch sagen, dass auch ein Kollege von mir das grüne Bierchen nicht geholt hat, sondern halt das rote. Das ist dann Pilz und das Pilz ist wirklich nicht so toll. Deswegen würde ich einfach mal behaupten, wir brauchen dafür ein wenig länger und wir trinken uns das dann halt trotzdem und essen das hier in 5 Minuten, würde ich sagen. Und ja, dazu snacken wir halt das Ding hier dabei noch. Ist eigentlich ganz cool. Ich habe schon eins probiert gehabt. Zwar jetzt nicht hier die scharfen Sachen, sondern ganz normale. Eins hat ziemlich krass nach Fisch geschmeckt, das andere so ein bisschen nach Gewürzen, thailändischen Gewürzen haben die da drauf getan. Und das hier müsste dann halt mit Pepperoni sein. Die Rückseite zeige ich euch auch noch einmal so. Ist halt so ein kleines Mannequin, was sich die Dinger da schön reinschiebt. Alles relativ cool gemacht. Auch hier unten, da wird gezeigt, wie das dann geht. Was da jetzt großartig drin ist, kann ich euch natürlich nicht sagen, da alles auf thailändisch ist und ja, hieroglyphenmäßig checke ich halt gar nichts. Naja, dazu gibt es aber auch wieder ein kleines Trackchen im Hintergrund und ich werde das jetzt erstmal vorbereiten hier alles und dann, ihr wisst ja, wie es abgeht hier. Ja, ich hoffe, ich begrüße euch alle nochmal recht herzlich. Blaue Uhr haben wir natürlich auch noch wieder hier. Ich kenne das nicht mehr als 5 Minuten an der Zeit. Das Problem ist halt, dass dieses Bier hier echt nicht so toll ist. Aber naja, es ist wenigstens kalt und wir probieren es schnell runter zu kriegen. Und das alles natürlich im schönen Weißbierglas. Und wir haben dieses neue Ding hier, habe ich mir auch bestellt gehabt, so, damit ich mal ein bisschen aufhöre, so ständig nur Zigaretten zu holen. Und das Ding hier ist ja relativ billig. Also was heißt billig? Es ist auf jeden Fall günstiger, wie ständig Tabak zu holen. Und ja, hat auf jeden Fall Brownie mit Vanillegeschmack. Also wer sich jetzt fragt, was das hier ist, ist so ein, ja, so ein Rauchgerät halt, so, wo man hier oben dann hier die Klamotten reinkippen kann, also die Liquids, die man hat. In dem Fall halt jetzt Vanille und Gaunen. So. Das Ding hier esse ich auch zum ersten Mal, deswegen, also die Geschmacksrichtung. Wir machen es einfach mal auf. Dann zeige ich euch schon mal, was das ist und wir können schon mal schnuppern. So sieht es auf jeden Fall aus. An der Seite da ein bisschen davor. Muss eigentlich noch mehr drin sein. Ja. Oder auch nicht. Also da fehlt schon mal die Hälfte, glaube ich.
Ich weiß auch echt nicht, ich muss dir mal fragen, wie teuer das war. So. Aber so mehr wie 10 Cent oder so, da kann das eigentlich nicht kosten, der Scheiß. Aber wie gesagt, so ein Ding ist das halt so. Ja, ich werde das jetzt einfach mal gehen. Da machen wir mal ein bisschen was lauter. Zuerst trinken wir uns ein Bier und dann esse ich das auch. Weil wir probieren es gemeinsam sozusagen und dann kommt das andere dran. Thank you.
Ich würde sagen, ganz normale Zeit. 4 Minuten 40. Mit dem Ding hier halt, Big Sheet. Jetzt zum Schluss der Biss. Von dem, ganz zum Schluss jetzt, der letzte Rest von dem Algenzeug. Das war ein bisschen pikanter. Ganz kleines bisschen pikant. Aber recht angenehm trotzdem. Schmeckt auf jeden Fall ganz cool. Also wer Algen mag oder Sushi oder sowas in der Richtung, ist da auf jeden Fall echt gut mit aufgehoben. Aber habe ich halt hier in Deutschland so noch nie gesehen. Falls das mal irgendwo einer entdeckt, einfach mal Bescheid sagen. Aber im Prinzip sollte man sowas ja eigentlich auch im Internet irgendwo bestellen können. Aber gut. Das war's erstmal wieder hier von der Sam Spicy Experience. Zwei Bierchen mal eben schnell. Ein bisschen was Musik hier, was Neues vorgestellt. In der nächsten Zeit, denke ich mal, wird wieder ein bisschen was mehr kommen. Aber auch nicht so unheimlich viel jetzt. Ja, weil es ja im Prinzip auch immer nur das Gleiche ist. Ne? Aber ich werde mich da auf jeden Fall mal wieder melden. Und euch auch mal was kochen wieder, hatte ich eigentlich auch vor. So, da das Licht wieder funktioniert in der Küche, könnte man eigentlich mal wieder so ein kleines Kochstudium machen oder so. Oder was weiß ich was. Müssen wir halt mal gucken, so wie ich Lust und Laune habe. Ich werde erstmal probieren, so in der nächsten Zeit halt ein paar neue Games irgendwie an den Start zu bekommen. Und dann sehen wir weiter auf jeden Fall. Gut, ich bin erstmal wieder raus, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif und lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen haben sollte. Oder abonniert mich, um keine Folge von Selfplays mehr zu verpassen. Und ja, passt auf euch auf, wir sehen uns demnächst wieder. Schreibt was dazu, was ihr gerade vorhabt oder ob ihr vielleicht dieses Big Sheet auch kennt irgendwoher oder ob es vielleicht sowas Vergleichbares gibt. Wäre natürlich auch interessant, neuen Sachen bin ich ja immer aufgeschlossen. Und deswegen, wie gesagt, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Peace.